an Universitäten und an Schulen durchaus sehr verschieden. Ich würde sagen, in meinem unmittelbaren Wirkungsfeld an der Uni passiert wesentlich mehr mit digitalen Medien, mit Online-Lernen als an Schulen bislang. Wir haben diverse Vorteile des Mediums entdeckt zum Lernen, versuchen auszuloten, wie weit das gehen kann, wie man das gestalten kann. Dass man zum Beispiel digitale Medien nutzt, um die einfachen Tätigkeiten leichter zu gestalten, Wissen leicht abrufbar zu machen, um sich dann zum Beispiel mit anderer Kraft leichter auf Kreativität oder Ähnliches stürzen zu können. Oder dass man digitale Medien nutzt, um Unterschiede zu nivellieren, dass man verschiedenartiges Vorwissen versucht ausgleichen zu helfen, indem man personalisierte Lernangebote zur Verfügung stellt beispielsweise. Ein weiterer Vorteil von Online-Lernen kann sein, dass es als Türöffner fungiert. Türöffner zu neuen Themen, an denen ich sonst nicht vorbeigekommen wäre, neuen Menschen, mit denen ich sonst nicht in Kontakt gekommen wäre oder vielleicht neuen Kulturen, fremden Ländern, wo ich gemeinsam über fremde Themen lernen kann. Das passiert vor Ort eher seltener. Das sind Dinge, die ich als Chance sehe, die aber in den Schulen beispielsweise noch nicht ankommen. Ich denke, dass da das Bild sehr, sehr heterogen ist, dass es sehr stark vom Lehrer abhängt, von dem Umfeld, von dem Klima, was die jeweilige Schule bietet, ob dort schon online oder mit digitalen Medien gelehrt wird oder nicht. Das heißt, vielleicht ist eher eine Chance im Moment noch, dass das Schüler oder Eltern für sich persönlich nutzen als Ergänzung zu dem institutionalisierten Lernen. Ich denke, ohne sowas zum Anfassen, zum Hingehen geht es nicht. Nicht umsonst haben die Schulen Gebäude und Tische und Stühle und finden vor Ort statt. Lernen ist was Soziales. Das heißt, ich brauche Menschen, die zusammenkommen. Ich brauche einen Dialog. Sokrates hat damit angefangen. Das machen wir heute nicht großartig anders. Wir brauchen diesen Austausch miteinander. Situationen, an denen, nicht nur in, sondern auch an denen wir lernen. Wir brauchen diese Stofflichkeit, die Dinglichkeit auch um Gefühle, also das mit dem Anfassen überhaupt entwickeln zu können, die Emotionen, die dabei entstehen, befördern das Lernen. Also ohne diese Präsenz, die man da hat, setzt sich da oben nicht so viel fest. Wenn ich das nur am Bildschirm an mir vorbeiflackern sehe, das ist, als wenn ich mit dem Zug durch die Landschaft fahre, da bleibt nicht so viel hängen. Also diese Präsenz- oder Offline-Angebote sind die Basis, denke ich. Es muss kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch geben, um die Vorteile von beiden Welten zu kombinieren. Die Zukunft des Lernens sind wir gerade erst dabei auszuloten. Ich glaube, wir haben noch nicht verstanden, durch die Bank weg, wann was am besten funktioniert. Ich denke, wir werden in Zukunft viel, viel mehr auf Individualität Rücksicht nehmen. Ich denke, wir werden viel mehr sowas wie Sinneseindrücke wirklich präsenter in Lernangeboten drin haben, um das, was funktioniert, besser wirken zu lassen und das, was nicht funktioniert, vor der Tür bleiben zu lassen. Wie das am Ende aussieht, wenn ich das wüsste, dann würde ich jetzt den Forschungsantrag schreiben und das hier nicht verraten, aber ich weiß es leider auch nicht.